Ja, hallo Roland. Hallo Tim. Wir sind hier auf der Earth Convention 2018 in Holland, haben gerade einen Moment Zeit. Bei Earth, das ist ja die quasi weltweite Vereinigung für Regressionstherapie, für Regressionstherapeuten. Und insofern bist du auch einer, sonst wärst du nicht hier. So ist es. Wie lange machst du das schon? Ich arbeite als Therapeut jetzt so seit 2,5 Jahren. Und was hat dich überzeugt, dich für diese Art von Therapieform zu entscheiden? Weil da gibt es ja viele verschiedene Alternativen. Ja, ich habe auch anfangs ein paar Dinge ausprobiert. Schon sehr früh habe ich mit vielem experimentiert, mit Meditation, Qigong, Tai Chi und dergleichen. Und bin dann der Regressionstherapie begegnet und ja, habe beobachtet, was das mit meinem Leben macht, inwieweit mich das verändert. Und die Ergebnisse waren überzeugend, kann man sagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn für mich das so, so dynamisch wirken kann, dann ist es vielleicht auch für andere gut. Und mich hat auch die Arbeit schon interessiert, also wie der Therapeut das gemacht hat. Also es hat auch meine Neugier geweckt. Nicht nur, dass es effektiv war in dem Moment, in dem ich es ausprobiert habe, sondern auch dann, wie hat er das nochmal gemacht, was war da die Technik, wo haben wir denn jetzt nochmal? Und das wollte ich dann wissen und da habe ich die Ausbildung angefangen. Ja, also du hast es quasi erstmal selbst, nachdem du verschiedene Sachen ausprobiert hast, Meditation, hast du es quasi selbst erfahren und das hat dich so überzeugt, dass du dann quasi gesagt hast, da möchte ich mehr darüber lernen, wie das funktioniert. Genau. Und jetzt, nachdem du mehr darüber gelernt hast, was meinst du, hat so den Unterschied gemacht dabei? Also welche Aspekte dieser Methode, dieses Ansatzes haben diesen Unterschied gemacht, dass du gemerkt hast, damit bist du nicht weitergekommen als mit anderen Ansätzen? Naja, dieser Ansatz ist sehr offen für, man könnte sagen, paranormale Erscheinungen. Und er ist nicht nur offen, sondern er gibt auch, er gibt uns auch Instrumente in die Hand, wie wir, wenn so etwas auftritt, damit umgehen können. Und das ist sehr spannend, weil es gibt immer mehr Leute, die Zugang zu paranormalen Phänomenen haben. Und wenn das dann der Fall sein sollte, ist es wunderbar, solche Instrumente in der Hand zu haben. Ja. Was ist denn das paranormale Phänomen, was dir am häufigsten untergekommen ist in deiner eigenen Praxis? Eigentlich ein ganz einfaches, dass wenn Menschen sich an eine vergangene Situation erinnern, körperlich daran erinnern, dass sie sie fast wie automatisch neu durchleben. Das ist etwas, das scheint das gesamte System zu wollen. Und die Leute dabei zu begleiten, das ist spannend. Auch wenn die von außen, für Außenstehende mag das sehr befremdlich wirken, wenn zum Beispiel jemand seine eigene Geburt wieder erlebt oder so, wie wir es gerade erlebt haben. Aber das scheint, wir haben es jetzt immer öfter erlebt, das scheint in der Natur der Dinge zu liegen. Und deshalb brauchen wir mehr davon. Und wie ist so deine Erfahrung aus der Praxis mit Klienten? Ist es so, dass die Klienten dich extra dafür aufsuchen, dass du diese Art von Therapieform verwendest? Oder ist es so, dass sie sich für andere aus anderen Gründen aufsuchen und du dann aber ihnen damit helfen kannst? Ja, es ist gemischt. Also manche Leute kommen gezielt, weil sie davon hören, dass ich auch mit der Erscheinungsform, wenn wir es so nennen wollen, der vergangenen Leben arbeite. Es gibt Leute, die haben davon gelesen, bei Dahlke oder wo auch immer. Es gibt mittlerweile eine immer größer werdende Literatur zu diesem Thema, Past Life Regression. Dann interessieren sich die Leute dafür und suchen gezielt und kommen unter anderem deshalb zu mir. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur, ich sag's jetzt mal ganz platt, und es ist dann teilweise auch so, wegen meinem Foto auf meiner Homepage zu mir kommen. Und dann haben die keine Ahnung, mit welchen Instrumenten ich arbeite. Ist auch nicht nötig, um eine Therapie zu beginnen, sondern wir gucken einfach, was für sie am besten ist. Also wir holen nicht nur den Klienten dort ab, wo er ist, sondern wir arbeiten mit ihm dort, wo er ist,
Und dann gucken wir, welche Richtung sein System, sein Körper, sein Geist sich am besten von dem befreit, was ihn zurückhält oder ihn entfalten lässt. Ja, und ich glaube, du bist Heilpraktiker. Ich bin Heilpraktiker Psychotherapie. Ja. Speziell für Psychotherapie? Speziell für Psychotherapie. Okay. Und wie viele Sitzungen machst du so im Schnitt mit einem Klienten, mit dem du Regressionstherapie machst? Kann man das so ungefähr sagen? Oder? Ich empfehle von vornherein, weil ich nie genau weiß, wie tief das Problem liegt, so 3 bis 6 Sitzungen. Mhm. Es gibt aber auch Fälle, wo die Leute sagen, wissen Sie, Herr Schroll, ich habe da nur so eine kleine Unsicherheit und ich kriege das jetzt selber nicht gebacken. Ich glaube, könnten Sie da mal drüber gucken? Dann reicht manchmal eine Session. Es gibt auch andere Fälle, die etwas länger gehen. Wenn es mehr so als 10, 20 Sessions sind, dann empfehle ich manchmal auch Klienten weiter, weil vielleicht ist es dann nicht das, was die brauchen. Ja. Also meistens ist eine ganze Therapie mit 6 bis 10 Sitzungen wirklich beendet. Ja. Was war für dich so das Beeindruckendste, was du erlebt hast in deiner bisherigen Erfahrung als Regressionstherapeut? Sei es in der Ausbildung oder mit Klienten oder selbst als Klient, was war für dich die beeindruckendste Erfahrung? Ich glaube, wir haben alle so richtig sehr beeindruckende während der Ausbildung gehabt. Mhm. Als Therapeut hatte ich eine sehr schöne Erfahrung, und zwar kam ein junger Mann zu mir, 17 Jahre, und der meinte so, ja, ich habe da so ein bisschen viel gekifft in der Jugend, jetzt bin ich so ein bisschen down, habe ja gehört, das soll nicht so gut für den Antrieb sein, ich weiß nicht, können Sie mir da so ein bisschen helfen? Da dachte ich halt als Therapeut, da machen wir ein bisschen Motivationsarbeit, ein bisschen Energiearbeit und so. Dann wird das schon, das ist jetzt nicht so tragisch, es sind noch keine psychotischen Erscheinungen, sondern einfach ein Motivationsproblem. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und plötzlich war Stille und sagte, ich bin auf einem Berg, ich habe einen Rock an. Und es war so witzig, weil er konnte selber nicht glauben, was er da gerade wahrnimmt. Und wir hatten nicht vor, irgendwie jetzt ein Past Life zu stimulieren oder daran zu arbeiten. Aber das war wohl wirklich etwas, was in so einer Vergangenheit lag. Und plötzlich waren wir da drin, obwohl er so gut wie nie was davon gelesen hat, keine Ahnung auch davon hat, wie das abläuft. Und ja, von daher war das für mich selber auch sehr überraschend. Und ich fand es toll, weil wir konnten das dann relativ schnell lösen. Ja. Und dann hast du ihn begleitet durch diese Erfahrung und hast quasi mit der Regressionstherapie dann gearbeitet mit ihm. Genau, weil das kam aus seinem System hoch. Das war seine Seelenweisheit, die sagte, nee, das müssen wir jetzt machen. Ja. Und dann haben wir, wie gesagt, Instrumente dazu. Ja. Du studierst Psychologie? Ja. Quasi noch als Aufbauprogramm? Ja, so als Fundament noch dazu, ja. Ja. Wie siehst du da die Verbindung zwischen dem, was du da im Studium lernst und dem, was du in der therapeutischen in der Regressionstherapie-Ausbildung gelernt hast? Die Verbindungen sind noch sehr dünn. Sie kommen aber mehr und mehr. Wenn ich mich erinnere, ich arbeite auch schon seit 10 Jahren mit Meditation. Damals war auch dergleichen sehr verpönt. Das hat sich innerhalb dieser 10 Jahre schon sehr geändert. Mittlerweile gehört das zu jedem grundpsychologischen Ausbildung dazu, dass man über Meditation, über Altered State, also über bewusstseinsverändernde Zustände liest und lernt. Und wenn ich mir das so überlege, dann kann, und wenn wir hier auch so weiterarbeiten, wie wir es gerade tun mit Research und mit dem Verbreiten dieses Wissens und mit diesen Workshops und diesen Conferences, dann kann ich mir gut vorstellen, dass in weiteren 10 oder 15 Jahren dort auch in den ersten Psychologie-Schulbüchern was von Rückführungsarbeit zu stehen sein wird. Naja. Ich bin guter Dinge. Da wäre ich, auch dafür, finde ich. wir arbeiten quasi da dran. Ja. Gibt es noch so zum Abschluss noch irgendwas, wenn jetzt jemand überlegt, diese Ausbildung zu machen, diese Tasse Weiterbildung zum Regressionstherapeuten, gibt es noch irgendwas, was du da noch an Tipp mitgeben würdest, worauf man achten sollte oder wie man rangehen sollte? Einfach rein und es ausprobieren. Im schlimmsten Fall wird man ein besserer Mensch. Ja, alles klar. Vielen Dank, Roland. Danke. Danke, Tim.